Mönchengladbach. Mehr als 38.000 Menschen leben hier von Hartz IV. Die wenigsten freiwillig. David ist da eine Ausnahme. Ich bin der David. Moment. Ach, ja. Ich kann mir keine drei Sätze merken, das ist das Problem. Ich bin Kiffer. Ich bin der David, 38 Jahre alt. Ich beziehe seit 6 Jahren Hartz IV. Da mir von den Regelleistungen 110 Euro abgezogen werden, bleiben mir nur 314 Euro zum Leben. Und ich würde nicht für unter 4.000 Euro brutto arbeiten gehen. Solange sich kein Arbeitgeber findet, der dem kiffenden Kfz-Mechaniker so viel Geld zahlt, bleibt er lieber zu Hause in seiner Dreizimmerwohnung und lebt auf Staatskosten. Hartz IV bekomme ich jetzt roundabout 6 Jahre. Wie ist denn aktuell das Verhältnis zum Jobcenter? Ja, aktuell ist das Verhältnis nicht sehr gut, ne, weil ich andauernd von denen keine Hilfe bekomme. Ne, ich habe jetzt einen aktuellen Leistungsbescheid. Ne, normalerweise würde ich 913 Euro bekommen, aber durch die ganzen Darlehen bekomme ich fiktiv eigentlich nur summa summarum 755 Euro. Davon muss ich dann 560 Euro Miete bezahlen. Wofür hast du jetzt die Darlehen bekommen? Ja, das eine Darlehen, die 42 Euro, die habe ich bekommen, weil ich halt eben zu hohe Gasrechnung bekommen habe. Und das zweite Darlehen wegen dem Strom. Mein Gas wurde mir abgestellt und dann habe ich den ganzen Winter lang mit so einem Heizofen heizen müssen. Ne? Der verbraucht 2000 Kilowattstunden. Ne? Da kann man sich ja vorstellen, was dann dabei rumkommt, ne? In einem Winter, wenn man 3 Monate lang durchheizt. Wie hoch war denn die Stromrechnung? Die Stromrechnung war, ich musste 1200 Euro nachzahlen. Aber David, deswegen habe ich 1200 Euro Strom nachzahlen. Ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Strom verbraucht. Ne? Ich hatte zu der damaligen Zeit auch noch ein paar Pflanzen angebaut, ne? Aber das war nur 600 Watt. Was hast du Pflanzen angebaut? Ja, Cannabis. In einem seiner drei Zimmer hat der 38-Jährige anscheinend eine illegale Hanfplantage betrieben. Ich habe damals zu der damaligen Zeit auch eine Wachstumslampe gehabt, die 600 Watt verbraucht hat. Wer hier diese eine? Aber wusstest du, dass es strafbar ist? Ich wusste, dass es strafbar ist, ja, sicher. Aber war dir egal, oder? Ja, ich musste Kosten reduzieren, ne? Es ist teurer für mich, nach Holland zu fahren, ne, anstatt die Pflanzen selber zu züchten. Ist ja nicht so, dass ich hier 50 Pflanzen drin stehen hatte. Ne? Ich hatte maximal 5 bis 10 Pflanzen. Das ist alles nur für meinen Eigenbedarf gewesen. Der Anbau von Cannabis ist schon ab einer einzigen Pflanze strafbar. Nach eigenen Angaben hat David die Heimgärtnerei allerdings längst aufgegeben. Ja, im Moment bin ich leider darauf angewiesen, nach Holland zu fahren, ne? Wenn ich halt eben mir was rauchen möchte. Ne? Halt eben muss ich das teure Gras in Holland holen. Ne? Können wir mal reingucken? In so ein Zelt? Ja, da ist aber nichts drin. Ne? Da steht nur Krempel drin. Warum musst du Gras konsumieren? Um den Stress mit dem Jobcenter zu ertragen. David ist 38 und fit. Trotzdem findet der gelernte Kfz-Mechaniker keine Arbeit. Dass das Jobcenter Druck macht, ist dann nur verständlich. Ja, das Verhältnis mit dem Jobcenter ist schwierig. Man muss sich wegen jedem kleinsten Killefit sozusagen rechtfertigen. Wie würdest du dir das wünschen? Ja, ich würde es mir wünschen, ja, so wie die das jetzt schon ansprechen, ne? Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie hoch sollte das sein? Mit 1000 Euro kann man sich wunderbar finanzieren. Ne? Jeder in Deutschland, egal ob er arbeiten geht oder nicht arbeiten geht, bekommt ein Gehalt. Und die Leute, die welche halt eben, okay, meinen, es ist ihnen zu wenig, die können ja dann von mir aus arbeiten gehen. Solche Ambitionen hat der Hartz-IV-Empfänger längst aufgegeben. Seinen letzten Job hat er vor 6 Jahren gekündigt. Als letztes war ich Sachverständiger für Kraftfahrzeuge. Das heißt, ich habe, wenn ich um 8 Uhr angefangen habe zu arbeiten, musste ich schon um 6.30 Uhr mit dem Bus losfahren. Und zu Hause war ich erst 6:30. Ne? Dann hat man gar nichts mehr vom Leben. Mit einem eigenen Auto hätte David die Fahrzeit verkürzen können, doch er hat schon seit Jahren keinen Führerschein mehr. Den Führerschein habe ich deswegen verloren, weil ich von der Polizei angehalten worden bin und durch in eine Kontrolle reingekommen bin und die mit mir einen Drogentest gemacht haben. Und aufgrund eines zu hohen Abbauwerts von THC wurde mir halt eben hier vom Straßenverkehrsamt der Führerschein komplett weggenommen. Ich müsste jetzt die MPU machen und alles drum und dran. Das ist mir erstens zu teuer und zweitens habe ich da keinen Bock drauf, weil dann müsste ich ja komplett aufhören zu kiffen. Dass er mit Führerschein deutlich bessere Jobchancen hätte, ist dem 38-Jährigen offensichtlich egal. Findest du den Arbeiten lohnt sich? Wird sich für mich nicht rentieren. Ne?
Weil ich muss ja auch dann meinen Führerschein wieder haben. Ich will dann auch irgendwann wieder ein Auto haben. Muss dann die ganze Versicherung zahlen, die Steuern und alles. Ja, dann braucht man schon seine 4.000 Euro brutto. Und dann kommt ja noch der Staat dazu. Ne? Von den 4.000 Euro brutto bekommt man am Ende ja fiktiv nur noch 2.800 raus. Ne? Das heißt, von den 2.800 muss man dann leben. Ne? Man verdient zwar 4.000, aber... Und 2.800, ey, das ist auch nicht die Welt. Glaubst du daran, dass du mal so einen Job bekommst, wo du diese 4.000 kriegst? Also ehrlich gesagt, ich habe die Hoffnung aufgegeben, ne, dass ich so einen Job bekomme. Daher mache ich jetzt mein eigenes Ding, ne, mit Fußballwetten und CFD-Handel. David versucht durch Finanzspekulationen seinen Hartz-IV-Satz aufzustocken. Das hier ist das Programm, womit ich halt eben die Devisen analysiere. Eine Devise ist eine Währung. Man kann hier ganz genau sehen, okay, das ist ein Aufwärtstrend. Ne? Ich spekuliere jetzt darauf, dass die Währung nach unten gehen wird. Ich setze dann hier zum Beispiel auf einen fallenden Kurs. Und wenn der Kurs dann wirklich fällt, ne, so wie in diesem Fall, wie man das hier sieht, ne, damit verdiene ich dann mein Geld. Einnahmen dieser Art müsste David dem Jobcenter melden, sofern er Gewinn macht. Also ich habe vor 2 Monaten habe ich 100 Euro investiert, um mit diesen 100 Euro zu traden. Und wie viel Gewinn hast du jetzt schon gemacht? Ja, Gewinn habe ich noch keinen gemacht, weil ich mir leider 40 Euro auszahlen musste von dem Trading-Guthaben, weil ich das Geld halt eben dazu gebraucht habe. Im Moment stehe ich bei 13 Euro minus. Also hast du keinen Gewinn? Ja, im Moment kein Gewinn, nein. Im Moment, ja, ist halt eben eine schlechte Zeit. Wofür hast du die 40 Euro gebraucht? Die 40 Euro habe ich gebraucht, ja, um halt eben meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Um mich da über Wasser zu halten. Ne? Ich hab... Für Gras, ne? Ja, eigentlich schon. Das Geld für Drogen und Wetten kommt vom Jobcenter und damit vom Steuerzahler. Glaubst du, dass es dafür gedacht ist, Hartz IV dafür auszugeben? Das ist doch, glaube ich, jedem selber überlassen, was er mit dem Geld macht, oder? Hm? Von daher, ne, ob ich mein Geld jetzt für Lebensmittel ausgebe oder ob ich das jetzt in die Devisen reinhaue, ne? Alles andere, ne, die Miete, bezahlt mir dann der Staat. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Wettbüro, um mir halt eben ein bisschen Zubrot dazu zu verdienen. Das Hartz IV reicht halt eben nicht alleine aus. Ne? Und ich muss halt eben gucken, dass ich im Monat ein bisschen mehr an Geld bekomme. David versucht offenbar, seine Drogensucht durch seine Spielsucht zu finanzieren. Ich wollte gerne mal die aktuelle Tagesliste haben. Okay. Schön. Ja, ich habe jetzt die aktuelle Tagesliste und ich setze jetzt halt eben meine Kombi-Wette auf Fußball ab. Ich habe schon halt eben meine Auswahl getroffen heute Morgen. Die Mannschaften, die welche in meine Strategie passen. Ne, und auf die setze ich jetzt halt eben. Der Hartz-IV-Empfänger bereitet sich akribisch auf seine Wetten vor. Er scheut dabei weder Kosten noch Mühen. Also zu den Sportwetten bin ich gekommen, da habe ich noch gearbeitet. Und mit einem Arbeitskollegen zusammen haben wir damals so ein Sportstrategienbuch gekauft für ungefähr 400 Euro. So, da wurden halt eben mehrere Strategien beschrieben, wie man am besten Spiele auswählt, um Gewinne zu erzielen. Hab die dann 6 Monate lang getestet, hat gut funktioniert. Ne? Also waren die 400 Euro nicht für umsonst ausgegeben. Wie viel Geld hast du jetzt damit schon gemacht, mit den Fußballwetten? Also mit den Fußballwetten, ja, in den letzten 2 Monaten waren 20 Euro. Mit echter Arbeit könnte David sehr viel mehr verdienen, doch er hofft weiterhin auf leicht verdientes Geld. Ja, also seine Spielstrategie halte ich für falsch. Vor allen Dingen, ich habe gehört, dass er ein Buch gekauft hat, so für 400 Euro. So bei seinen Einsätzen und bei seinen Quoten, die er spielt, ist die Gewinnmarge gar nicht so hoch. Da braucht er 20 Jahre, um das Buch wieder rauszuholen. Und ich weiß nicht, was er damit will. Die Gefahren des Glücksspiels scheinen dem 38-Jährigen überhaupt nicht bewusst zu sein. Grundsätzlich, ne, typisch jeden Tag. Aber würdest du sagen, es ist wie eine Sucht, oder? Ja, wenn man es täglich macht. Ne? Ich sag mal so, es ist keine Sucht, es ist halt eben ein Muss. Mit solchen konfusen Argumenten redet sich David sein Verhalten schön. Doch ob Sucht oder Muss, am Ende schadet ihm das Wetten. Strategen kommen und gehen. Der eine gewinnt mal, der andere verliert mal. Und dann sagt er, er ist große Stratege. Aber im Endeffekt, die Wettbüros leben davon, dass der Kunde hier reinkommt und auf Dauer verliert. Heute setze ich 7,50 Euro. Ich hoffe mal, dass ich das Doppelte, also das selbe wieder rauskriege. Ne? Ein Wettschein, 7,50 Euro. Ja. Ja. Da kommen ja noch Steuern dazu, ne? Also ich weiß nicht genau, wie viel Geld ich gewinnen könnte. Was heißt Steuern? Es gibt halt eben in Deutschland eine Steuer von 5%, ne? Die wird dann halt eben vom Gewinn abgezogen. Das ist der nächste Betrug in Deutschland, diese Wettsteuer, ey. Ja, aber wir sind halt eben in Deutschland, ne? Deutschland ist das Steuerland überhaupt.
Aber dass der Steuerzahler dich ja mitfinanziert, ist okay dann? Ja, wie soll ich ansonsten sonst leben? So, so dann wollen wir hoffen, dass alles gut geht, ne? Vielen Dank für dich. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. David sucht keine Arbeit, er arbeitet an seiner Sucht. Armes Deutschland.